Barbara Schock-Werner gab am vergangenen Donnerstag ihre voraussichtlich letzte Pressekonferenz als amtierende Kölner Dombaumeisterin. Der Anlass? Sie stellte das Buch Das Chormosaik im Kölner Dom vor. Der Autor des Buches ist übrigens ihr Vorgänger, der ehemalige Kölner Dombaumeister Arnold Wolf, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feierte. Im Buch schreibt Wolf über das Mosaik, das sich auf dem Fußboden von Vierung, Chor und Chorumgang befindet. Eine Besonderheit ist die Verwendung von Keramik bei der Vollendung des 1350 Quadratmeter großen Mosaikfußbodens, findet Barbara Schock-Werner. Weil diese keramischen Steine viel unempfindlicher sind als jeder Naturstein oder gar Glas. Die Entscheidung für Keramik hat somit einen ganz einfachen Grund. Die Mosaikbilder sind besonderen Belastungen ausgesetzt. Dafür, dass Zehntausende von Menschen Jahr für Jahr über dieses Mosaik gehen, ist es in fabelhaftem Zustand. Das Chormosaik zeigt unterschiedliche Themenbereiche, unter anderem die Geschichte des Erzbistums Köln und des Kölner Doms. Hinzu kommt eine Darstellung des mittelalterlichen Kosmos sowie ein Abbild des menschlichen Lebens. Um es auf den Punkt zu bringen. Denn es ist ein begehbares Kunstwerk. Übrigens ist das Buch über das Kunstwerk reichlich bebildert und steckt voller Details. Ganz hinten finden Sie einen Grundriss, in dem mit Nummern versehen ist der Umfang dieses Chormosaiks. Ein schöner Abschluss für das Buch, das in zwei Sprachen erhältlich ist. Das Chormosaik im Kölner Dom von Arnold Wolf ist im Verlag Kölner Dom erschienen, kostet 17 Euro und ist auch im Kölner Domshop erhältlich.